Erfolg ist ein Zustand des Handelns. Erfolg ist ein Zustand des Handelns. Hi, willkommen, meine Freunde vom Podcast-Format für ein besseres Leben. Beim Podcast-Format besser leben. Hi. Und jetzt stell dir mal vor, dein Erfolg wird durch dein Tun, ist ja logischerweise der Schluss daraus, ne? Erzeugt. Aber wie viele Menschen heutzutage tun groben Schwachsinn oder tun in einem gewissen Maße viel zu wenig oder vergeuden ihre Zeit, wissen nicht, wie viel sie eigentlich erreichen würden im Hier und Jetzt, um später das Kapital, ja, den Erfolg, den Gewinn, das Glück zu haben, es sich gut gehen zu lassen. Stell dir das vor wie ein Schild, ja, mit einer Gradneigung drauf. Jeder kennt das, ne? Diese Neigung, Steigung quasi, ja? So ganz ziemlich hoch oder so ganz ziemlich runter. Und viele Menschen, die arbeiten von ihrem Standpunkt nach unten. Sie rollen förmlich orientierungslos und hilflos gegen die Fliehkräfte, ja, den Berg hinunter. Und wissen nicht, was sie tun. Andere wiederum sehen dieses Schild Steigung und wissen, dass es danach auch wieder runtergeht. Aber sie wissen auch, dass sie sich ihre Kräfte und ihre Tätigkeiten, ja, ihre Aktionen Schritt für Schritt richtig einteilen sollten. Sie wissen, dass wenn sie falsch sich bewegen, viel zu viel Energie vergeuden und Zeit und dann zum falschen Zeitpunkt viel zu spät wahrscheinlich, ja, dort ankommen, wo sie eigentlich hätten sein sollen oder wollen. Und so ist es mit so vielen Dingen im Leben, dass die meisten Menschen sich gar keinen Weg zurechtlegen oder sich Gedanken machen, was kommt als nächstes. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, guter Spruch, ne? Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man ja auf jemanden wartet. Was machen die meisten Menschen da? Sie verplempern ihre Zeit mit dem Smartphone. Ich sage Smartphone verplempern, weil sie ja nichts Investierungsfähiges tun. Sie bilden sich nicht weiter. Ja, sie gucken nur, dass sie die Zeit umkriegen. Meistens mit irgendwelchen schnelllebigen Videos, wo sie drüber lachen können, oder was hat denn der andere gemacht? Ja, das ist ja auch so ein Faktor. Was tun die anderen denn überhaupt auf Instagram und Co.? Anscheinend machen die ja nur Urlaub, ja, und lassen sich's gut gehen in ihren Villen und Yachten und auf ihren tollen Mega-Partys. Das möchte ich auch. Das möchte ich auch. So viel Kohle verprassen. Und ich habe verprassen gesagt, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, dass diese Bilder, die dort gezeigt werden, ja, zu sehr vielen Prozentsätzen, ja, nur die Ausnahme sind oder sogar gekauft und gestellt. Darum sollte man immer schauen, was kann ich mit meiner Zeit anfangen? Wie kann ich erfolgreich sein? Was tue ich denn gerade hier überhaupt mit dem Handy? Wo sind meine Gedanken gerade hin? Ja, verteilen sie sich in einem Raum sinnlos oder kann ich meine Gedanken fokussieren und meine nächsten Schritte vielleicht, ja, für meine Selbstständigkeit, für mein Unternehmertum, für meine Beziehung, ja, richtig investieren. Die Gedanken richtig investieren, das Handeln richtig leiten, ist das, was zum Erfolg bringt, meine lieben Freunde da draußen. Genau. Erfolg ist also etwas, was ja zum Glück führt. Aber die meisten Menschen können sich nicht zum Glück führen, weil sie gar nicht wissen, wohin sie sich führen. Ja, oftmals laufen sie gegen die Wand, sitzen irgendwo auf der Bank, ja, oder weiß ich nicht was alles, ne? Auf jeden Fall könnt ihr euch selber mal ein Bild malen, was die meisten Menschen so machen mit ihrer Zeit. Sie gucken Netflix und Co. auf der Couch, hauen sich irgendwie Fastfood rein, ja, oder verbringen die halbe Zeit beim Arzt, um sich krank schreiben zu lassen, wegen irgendwelchen Wehwehchen, aufgrund von, ja, Mängeln, die vorher schon irgendwie existierten oder aufgebaut wurden. Es sind Mängel, ja, durch Vitaminmängel, wieder Spurenelementemängel, Nährstoffmängel, Mangel. Auf jeden Fall, ja, könnte ich ganz viele durch die Mangel drehen, wenn ich sehe, wie sie sich ernähren und wie sie ihre, ja,
Gesundheit aufs Spiel setzen. Anstatt sie ja ihre Gesundheit und ihre Vitalität und Begeisterung aufbauen, setzen sie lieber irgendwelche, ja, ich sag mal, Werte in den Sand. Ja, sie machen Glücksspiel. Sie fragen sich eigentlich unterbewusst, hey, wie lange kann ich eigentlich hier einen Lenz machen, ohne dass mir etwas Schlimmes passiert? Und jetzt kommt's, meine lieben Freunde da draußen. Das Schlimme ist nicht immer schlagartig. Das Schlimme ist schleichend. Die Krankheit ist schleichend. Der Abbau ist schleichend. Und dann auf einmal kommt der große Hammer. Weil dann kann dein Körper nicht mehr, ja, nicht mehr kompensieren. Ja, er ist an Frustrieren und an Degenerieren und ist dann zerfallen und dann auf einmal macht's Klack und Flatsch und dann wird er schwindelig und dann hast du irgendwas, ja, nicht so gemacht, wie es sein sollte und die Organe versagen und dann liegst du dann da ziemlich brach. Dann pinkelst du wahrscheinlich Blut oder andere Sachen aus, ja. Vielleicht hast du auch ganz arge Hämorrhoiden, man weiß es nicht. Du hast Diabetes, du hast Bluthochdruck, ja, du hast, ich weiß nicht, was für Hirnaneurysmen oder sonst was alles, ja, du kriegst keine Luft, wahrscheinlich lebst du auch sehr ungesund und rauchst die ganze Zeit, ja, und hustest dann erstmal richtige Scheiße wortwörtlich aus, ja, richtige Grübelkacke, auf jeden Fall ungesunde Krempel, ne, wahrscheinlich ist das so, dass du ziemlich verschleimt bist, ziemlich viele Schlackestoffe in dir hast, ja, ziemlich verpickelt sein könntest und das alles nur, weil du Fastfood und Co. frönst, ja. Und das ohne Gedankengänge, die dich weiterbringen. Denn wenn du dir dieses Zeugs reinschmeißt, dann wirst du sehr schnell träge. Ja, deine Gedanken werden linear. Aber auf die Weise, dass sie linear vor die Wand fahren. Du wirst einfach gehorsam und da, du kommst nicht mehr in die Kreativität. Und ja, du schaust dir Sachen an, die dir vorgelegt werden und die stellst Sachen nicht mehr hin. Also du hinterfragst Sachen nicht mehr, sagen wir es mal so. Hinterfragen ist ein wichtiger Punkt, ja, eine wichtige Fähigkeit im Leben. Ja, warum sollte man sowas so und so tun? Ist das richtig so? Wie würde ich es machen? Ja, was für Kapazitäten, was für Kräfte kann ich freilegen, um zu meinem Erfolg zu kommen, diese Aufgabe zu lösen? Ja, das ist wichtig zu wissen. Und das geht nur, wenn man Erfahrung gesammelt hat. Wenn du Erfahrung gesammelt hast, wenn wir Erfahrung gesammelt haben. Die meisten Menschen sammeln aber keine praktische Erfahrung mehr, nur noch theoretischen Unsinn, der noch nicht mal praktisch mehr zu verwenden ist. Und das ist tragisch, meine lieben Freunde. Und das bringt einen, ja, wer weiß, was für ein Diplom, ja, wer weiß, was für eine Spezifikation im Bereich von irgendwelchen Auszeichnungen, ja, theoretisch, wenn du ein Fachidiot bist. Genau, krass ausgedrückt, ist aber so. Fachidioten gibt's da viele und dann wollen sie dafür noch großes Gehalt haben, ja, sind es aber nicht wert, sind dann hauptsächlich krank oder suchen Ausreden. Ja, wenn 75% der Arbeitszeit draufgehen, um anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, was dann nicht mal untertrieben ist, ja, wahrscheinlich ist das noch viel mehr in der freien Wirtschaft da draußen und im Unternehmertum, dann ist das schon ganz schön tragisch. Dann würde ich ja schon weinen, ja, wenn ich diese Menschen angestellt habe. Und so ist es nun mal. Die meisten Menschen heutzutage da draußen, die suchen Ausreden und versuchen, andere schlechter zu machen, damit sie besser dastehen. Aber was ist das für eine Welt? Muss das sein? Ist das funktionell? Wird man so erfolgreich? Nein, wird man nicht. Also betone ich es nochmal. Schieb die Schuld nicht anderen in die Schuhe, sondern schau und lerne daraus, was passiert ist, um dieses an Erfahrung zu nutzen, um anderen, ja, diese Erfahrung zu ersparen und somit einen Erfolg aufzubauen. Das sind nämlich die richtigen Coaches da draußen, die richtigen Lehrer, die richtigen Meister, ja, die über Jahre hinweg mit ihrer Lebenszeit Erfahrungen aufgebaut haben. Das sind die Sachen, die in Büchern verfasst sind. Du kannst dir für 20 Euro ein Buch kaufen, wo 20 Jahre Erfahrungen drin sind, zum Beispiel. Ja? Und das kannst du nicht, ja, einfach so von heute auf morgen lernen. Du darfst es immer wieder vertiefen. Du musst Sachen immer wieder routiniert durchführen und erweitern. In der Gesamtheit des Ablaufes, um dein Glück aufzubauen und, ja, ich sag mal, unternehmerisch erfolgreich tätig zu sein. Und ich weiß nicht, welche Beispiele ich hier bringen soll, um es dir zu demonstrieren, was alles
im Bereich des Möglichen liegt. Aber stell dir mal vor, du hast eine Krankheit besiegt. Ich habe zum Beispiel das Knie gebrochen gehabt. Mir ist ein Heurundballen ziemlich heftig aufs Knie gefallen, Knackbums in der Mitte, von außen nach innen weggedrückt. Ja, jetzt habe ich noch 2 Titanschrauben drin, aber ich mache gerade einen Termin, um die wieder rausholen zu lassen. Und die meisten Menschen, die würden darauf feiern, ja, die würden sich nicht mehr bewegen. Ich kann mein Bein ziemlich gut knicken, kann auch wieder laufen und wer weiß was. Ich habe letztens getanzt, ja, wo ich im Ausland war. Ja, super krass, die Partys da. Das war ein Silvester. Hat zwar wehgetan, aber du musst die faszialen Muskularitäten und die Sehnen und Bänder und die Gelenke bewegen, damit du wieder in den Flow kommst. Ja, mach dich frei. Und das geht nur, wenn du dich ja räumlich in allen Dimensionen bewegst. Ja, springen, hüpfen und wer weiß was alles tun. Ne? Ja, Beziehungen pflegen ist auch wichtig. Ja, in die Liebe gehen, ja, in die Lust. Das kannst du nicht, wenn du Trägheit und Frust schiebst. Ja, wenn du lateral nicht in der Lage bist, ja, den Ständer zu halten, dann hast du Schwierigkeiten, meine Freund, da draußen. Ja, und die Freundin wird frustriert sein. Das Gleiche auf der anderen Seite der Frau. Wenn sie keine Lust verspürt, ja, und nicht ausreichend Energie hat, dann sagt sie, kannst mich mal, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Das geht so nicht, ne? Und so geht die Vitalität und die Potenz flöten. Genau, das wollte ich schon mal erwähnt haben. Also, Beziehung ist immer nur möglich, wenn wir ausreichend Energie haben und Freude im Leben. Ja, wenn wir Begeisterung haben, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir uns bestätigt fühlen. Aber die meisten Menschen können sich nicht mehr bestätigt fühlen, weil sie andere schon nicht bestätigen. Ja, in dem, was sie gut tun, gut machen, ja, gut sind. Und so wird das Niveau immer weniger. Und wenn das Niveau weniger wird, dann degenerierst du. Ja, dann wirst du nicht mehr gefordert, dann kannst du nichts mehr umsetzen, ja, nichts mehr aufsetzen, nichts mehr untersetzen, nichts mehr erfinden, ja, nichts mehr Neues erzeugen, ja, keine Menge, keine Kraft mehr aufbringen, um etwas zu bewerkstelligen. Früher wurden Häuser noch manuell gebaut. Ja, manuell, Stein auf Stein, mit Händen, mit Schweiß, mit Blut und Werkzeug von einem selber vielleicht sogar. Stell dir das mal vor. Heutzutage bezahlst du Unmengen Kohle, bist frustriert, weil es nicht so ist, wie du es haben willst und machst die anderen noch fertig, die Handwerker. Ja, und was ist das Problem? Meistens haben die Handwerker gar nicht mehr die Fähigkeiten wie früher, weil sie halt nichts mehr praktisch tun. Ja, und das ist traurig. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich in der Lage sind, richtig tolle Meisterwerke zu erzeugen. Guck doch mal in die letzten Jahrhunderte zurück, was da alles erfunden worden ist. Das ist ziemlich extrem runtergegangen. Ja? Heutzutage sind die Menschen froh, wenn sie auf eine Leiter steigen können und eine Glühbirne reindrehen. Früher war es stockendüster, da haben sie sich überlegt, wie können wir die Glühbirne erfinden? Ja, wie wird das Licht in unserem Stübchen hier? Und die meisten Menschen, ja, bei denen ist es stockendüster, die kriegen nichts mehr gebacken. Ja? Die wissen dann schon mehr, wie man backt. Die kaufen das Essen ja, per Smartphone, daddelnd, ja, brauchen 3/4 Stunde oder noch länger, um sich die Sachen auszusuchen. Dann wird es noch geliefert, dann sind 2 Stunden um. In der Zeit hätten sie selber was Gesundes kochen können und ja, die Bude aufräumen und wer weiß was alles. Ne? Also, stellt euch mal vor, wie ihr eure Zeit nutzt. Das war die Aussage des Tages. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gerne teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Euer Dennis wünscht euch einen wunderschönen Abend, also bei mir jetzt oder morgen oder Mittag oder guten Tag. Ich weiß nicht, wo du bist, im Auto oder im Büro oder ja im Jetlag nachschlafen. Ich weiß es nicht, was du für eine Party gemacht hast oder wie dein Level gerade ist in dem Bereich, ja, oder ob du das parallel machst in einem Fortbildungskurs hier hören, ja, oder zum Einschlafen verwendest, alles möglich. Und es gibt die Bücher Das Lasterleben der anderen, das ist ein ganz gutes Beispiel, ja. Da gibt es interessante Dinge, auch Träume und andere Anregungen ja, über die Lasterleben der Menschen. Ja, meine Erfahrungen über ganz viele Zeiträume von Tagebüchern, die ich geschrieben habe. Und ja, dann gibt es noch das Pferdebuch, ist noch in der Mache, ist noch nicht fertig, ne? Aber das ist krass. Dann gibt es Soul Rise, 7 Tage zum Ich. Das ist eine Live-Korrekturlesung, bei YouTube kannst du die hören, ne? Für die Menschen, die lesen möchten. Ja, mit Kommas und Punkten und so. Auf jeden Fall. Das gibt's. Dann gibt's noch das Gips-Day-Tagebuch, dann gibt's das Gips-Day-Journal und 10 mächtige Tipps für mehr Achtsamkeit. Ne? Genau, sowas gibt's alles. Kannst du mal schauen, ne? Damit darfst du mich unterstützen, wenn du möchtest. So, jetzt geht die Stimme weg. Ne? Und für die Gesundheit und Genesung gehe ich jetzt mit der Rotlichtlampe aufs Sofa, machen wir noch einen krassen Shake. Ja, mit Selen und ein paar anderen tollen Dingen. Gegen Halskratzen und so, ne? Für die Potenz und für die Entspannung, für einen guten Schlaf. Bisschen Melatonin wird auch dabei sein und ein paar Vitamine, einfach Liponsäure, ne, ein bisschen Hulk-Zeugs,
Ne? Das ist dann für die Muskulatur und so. Und ein paar Mikroorganismen, ne? Für die Darmflora. Also, die Darmflora, die beeinflusst übrigens unser Denken und Handeln. Wenn die scheiße ist, ne? Das heißt, wenn du so Bakterien hast und so einen weißen Belag auf der Zunge, dann bist du ziemlich zuckerabhängig, gärst vor dich hin und das macht dich dumm und abhängig. Ja, du bist zielstrebig immer in der Lage, den Süßkram zu finden und zu suchen, aber du bist nicht mehr in der Lage, richtige Schlussfolgerungen zu machen und dich lange zu konzentrieren. Ja, das heißt, die Welt ist kleiner und ja, du bist alleine oftmals und auch ziemlich speckig und verpickelt. Ja, hast Blähungen und wer weiß, was alles für Probleme im Darm, ja, Durchlässigkeiten und so. Also, denk mal positiv. Ein Schlusswort noch. Die Sonne geht morgen auf. Was ist der erste Satz? Heute ist ein guter Tag. Ich schenke den Menschen ein Lächeln. Ich bringe die Menschen zum Lächeln. Ich wachse über mich hinaus. So, dieser Podcast ist aus, aber der nächste fängt gleich an. Gerne weiter.